Wir haben häufig die Frage, Mensch, ich bin doch schon Therapeut oder ich habe schon die HP-Psych-Prüfung, das müsste doch schon genügen, ich könnte Kinder doch schon coachen. Vielleicht, ja klar, ich kann Kinder jederzeit coachen. Die Frage ist, wie wirkungsvoll möchte ich Kinder und Jugendliche coachen? Und als Therapeut habe ich natürlich wirkungsvolle und mögliche Ansätze zur Unterstützung, aber auf Krankheitsbilder. Kinder- und Jugendcoaching bezieht sich nicht auf Kinder mit Krankheitsbildern, sondern auf gesunde Kinder. Und Förderung ist nochmal wieder etwas anderes wie Heilung. Und zu schauen, wo können wir dem Kind bei der Motivation helfen und bei der Zielsetzung und in die Ressource zu kommen, ist vielleicht noch was anderes wie Krankheitsbilder zu lindern. Und darum macht es vielleicht Sinn, nochmal zu schauen, wie kann ich Kinder denn unterstützen, bevor sie auch in ein Krankheitsbild rutschen. Und wir sind der Meinung, dass es Sinn macht, dort diesen getrennten Bereich auch entsprechend nochmal zu lernen und sich da an der Stelle auch weiterzubilden.